Mark Bellinghaus, euer Influencer. Lasst mich euch mal eine Parabel erklären. Ich war auf dem Weg von Ascheberg, Münster, nach Münster zurück. Und dann sehe ich dieses wunderschöne, ruinenmäßige Gebilde. Gehe hin und gucke, also nochmal zurückgefahren, hab geschaut, Haus Heidhorn heißt das. Das ist wunderschön erklärt. Und da ist eine, eben das ist Haus Heidhorn. Dann gucke ich rüber und denke, aha, was ist das denn für Ocker, Gelb und die schönen Farben? Ach so, das ist ein Rapsfeld. Ja, gehe ich mal hin. Komisch, gell? Ich habe ja gestern so ein kleines Short gemacht über ein Rapsfeld. Und dann denke ich, ach, da gibt es doch viele Künstler, die machen aus Blüten Kunst, vergängliche Kunst, Street Art oder wie auch immer. So, und so sehen diese wunderschönen Rapsblüten aus und so sehen sie aus nach dem Mähen des Feldes. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte ja was Schönes, Produktives machen und den Leuten von der GdBA mal zeigen, dass man auch was ohne Computer machen kann. Wie die in jeder einzelnen Ausgabe von Toi Toi Toi. So, Herr Robert, dann schauen Sie mal bitte. Na, was sagen Sie denn dazu? Wäre das nicht auch mal ein schönes Titelbild? Ja? Die Vergänglichkeit von uns allen in Form von Blüten. Von Blüten, die vergehen. So wie wir. Die GdBA wird jetzt 176 Jahre und sie ist dabei, heruntergewirtschaftet zu werden von Leuten wie einem Schleimer, der einer machtmissbrauchenden, 45 Schauspieler rausschmeißenden, irre gewordenen Generalintendantin Katharina Kost-Hollmein, die mit ihrem Ehemann Nepotismus in höchster Weise und Form betreibt, weil sie, nachdem sie diese Leute rausgeschmissen hat, hat diese Frau doch noch den Nerv gehabt, ihren Alten, nämlich den Professor Dr. Oliver Tollmein, einzustellen als Moderator. Wo sind wir hier, frage ich Sie. Und das wird unterstützt von dem Vizepräsidenten der GdBA. Da mache ich nicht mehr mit. Da reiche ich sofort meine Kündigung ein, liebe Leute. Denn dieses alte Haus hier hat viel gesehen. Und was jetzt gerade abgeht, in der langen Geschichte einer traditionellen Genossenschaft, ist wirklich ein Skandal. Das ist ein waschechter Skandal. Da wird dieser Schleimer, stellt sich hin, schreibt mir E-Mails, nimmt diese Alte in Schutz, anstatt auf die Barrikaden zu gehen, um mir zu helfen, zur Seite zu stehen und für die 45 rausgeschmissenen Schauspieler zu kämpfen. Aber er kämpft ja nur für seine eigene Karriere. Wer weiß, er spielt ja schon mit der Idee, mal demnächst vielleicht mal irgendwann im Deutschen Bühnenverein als Intendant zu enden. Deswegen muss er sich ja gut stellen mit allen machtmissbrauchenden, absolut beleidigenden Menschen. Ja? Wobei man nicht mehr sagen kann, dass es Menschen sind, die Mütter vor Weihnachten in der Höhe von Corona rausschmeißen. Wie nennt man sowas? Ha? Diese Frau ist Bad News und die wird Münster verlassen. Ob ich jetzt mein Kinderhaussieg am Mittwoch einheimse oder nicht. Umso mehr ist es wichtig, weil ich bin dreimal verleumdet worden von dem Herrn Kost-Hollmein. Stellt euch das mal vor. Er hat gesagt, Herr Bellinghaus ist gefährlich, Herr Bellinghaus ist verrückt geworden und Herr Bellinghaus lügt. Das sind drei Lügen und ich habe den Kerl angezeigt. Ich habe die Strafanzeige gestellt. Und ich habe noch nichts von der Staatsanwaltschaft gehört, aber das lasse ich diesmal nicht auf mir sitzen, wenn das eingestellt wird. Dann verklage ich ihn privat. Und ich werde das gewinnen, Herr Tollmein. Sie gucken ja alle meine Videos. Können Sie auch gerne wieder bei YouTube anrufen und versuchen, das zu löschen. Das ist die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn das hier noch in Demokratie ist, dann wird das auch nicht gelöscht werden, weil die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die verteidigt solche Leute wie Sie und Ihre Frau und auch einen Raphael Westermeier, der in übelster Weise sich hochgeschleimt hat und dabei andere Schauspielerinnen und Künstler verraten hat. Das muss man sich doch mal vorstellen. Was seid ihr für ein Sauhaufen? Und Herr Rowohlt, noch eine spezielle Message. Meinen Sie denn eigentlich, ich bin blöd? Ich weiß,
dass ihr Vater den Penner gespielt hat in der Lindenstraße. Das kann man sehr schnell googeln, ja? Und deswegen hassen sie mich, weil ich gegen diesen widerlichen MeToo-Täter Horst E. Scheel vorgegangen bin und habe ihn angezeigt, beziehungsweise habe ihn auch öffentlich genannt. Herr Rowohlt Senior, natürlich kennt der Herrn Scheel, und deswegen machen sie bei dieser Schmutzkampagne gegen einen unschuldigen Menschen, der nichts für seine Abstammung kann. Ich habe mich bei Ihnen schon deswegen gemeldet und habe es angesprochen. Wortwörtlich. Sie haben noch nicht mal geantwortet. Das nenne ich nicht Genossenschaft. Das ist... Oh, wow. Ein tolles Zeichen. Also, Leute, ich lasse mich jetzt nicht mehr verarschen. Die GdBA, wenn die sich nicht ändert, ist sowieso obsolet. Cheerio.